mehr Zeit. Verschlossen. Ich sage es noch einmal. Wonach auch immer ihr sucht, wir haben es nicht. Ich will den Turm kommen sehen. Sie ist schon so nah. Die Stadt scheint nicht zu haben, was wir brauchen. Wir sind ein Dorf mitten in einem Sumpf. Da muss etwas sein. Ich spüre die Magie in diesem Sumpf. Und wo Magie ist, muss es auch Anwender von Magie geben. Wenn ihr eine Hexe wollt, dann geht zum Turm. Wenn das Feuer brennt, ist sie zu Hause. Klingt, als müssten wir eine Hexe im Sumpf aufsuchen. Seid auf der Hut! Achtet ihr auf eure eigenen Angelegenheiten, Senam. Es gehen wieder Hexen um. Thaisa? Ihr seid die Hexe im Turm? Hurra, Drim. Ich dachte, ihr seid zur Festung gereist. Ja, nun... Und warum sollte ich euch helfen? Ja, wir alle wollen Elias tot sehen. Ja, aber die Reparatur des Seelensteins, das betrifft Lilith und sie geht mich nichts an. Ich brauche nicht viel. Nur Quecksilber und eure Werkzeuge. Wie ihr sicher wisst, bleibt es selten bei so kleinen Bitten. Aber dank euch habe ich Andariels Beschwörung überlebt. Mein Werkzeug steht zu eurer Verfügung. Für Quecksilber werdet ihr jedoch zu Wertha gehen müssen. Findet sie, und sie wird euch geben, was ihr braucht.
ihr die Angewohnheit, in den Häusern anderer Leute herumzuschnüffeln? Thaisa hat euch unwissentlich in euren Tod geschickt. Am Ende wird sie die Torheit ihrer Jagd auf Elias erkennen. Und sie wird wissen, dass Lilith unsere Zukunft ist. Ich brauche mehr Zeit. Mehr Zeit. Mehr Energie. Ist jemand da? Ich habe nicht genug Energie. Mein Kind, ganz allein in der Finsternis. Bitte, helft mir, mein Baby zu finden. Ich habe nicht genug Energie. Bereit.
brauche mehr Zeit. Ihr seid zurück. Legt das gesäuberte Quecksilber in die Schüssel auf den Tisch. Und wie geht es meiner Schwester? Velfar stellte Lilith über eure Freundschaft. Elias überzeugte sie, sich ihm anzuschließen. Das kann nicht sein. Sie hätte es besser gewusst und Elias nicht vertraut. Nicht Elias hat sie verführt, sondern Lilith. Sie fand ihre Ideale überzeugend. Vertha war meine Lehrerin. Sie leitete mich an, als ich in den Dienst eintrat. Das ist... schwer zu glauben. Ich weiß. Ich habe gesehen, wie meine Verbündeten sich Lilith angeschlossen haben. Menschen, von denen ich dachte, sie seien stärker. Aber deshalb müssen wir weitermachen und den Stein reparieren, damit niemand mehr auf ihre Lügen hereinfällt. Zuerst das Quecksilber. Gebt etwas davon in den Topf. Die Hitze. Dreht das Rad zweimal. Das dreimal. Dreht noch einmal. Den Schwefel. Zermalt ihn im Mörser. Sha-shil-yu-kil-nim. Nein, es funktioniert nicht. Sprecht draußen mit mir. Er ist der Aufgabe nicht gewachsen. Was können wir tun? Ich vermute, er traut sich selbst nicht mehr. Wir können nicht all seine Zweifel ausräumen. Doch was ihm aktuell Kummer bereitet, sein Sohn, da gibt es einen Weg. Er wird ihm aber nicht gefallen. Wozu wollt ihr ihm helfen? Ihr könntet uns einfach unseren Schicksalen überlassen. Jeder braucht eine Erinnerung daran, dann und wann, dass man Gefahren besiegen kann. Man muss es nur versuchen. Horadrim, kommt her. Was? Wieso? Ich möchte euch etwas zeigen. Eine alte Stelle der Macht im Sumpf. Ich glaube, das würde euch gut tun.
Ich brauche mehr Zeit. Was wollen wir an diesem Ort? Es bleibt nichts für mich zu tun. Seht ihr das nicht? Lasst mich zurückgehen. Zurück? Nein, Horatin. Ihr werdet bei uns bleiben. Es gibt noch mehr zu tun. Spürt ihr das? Die Magie des Sumpfes ist hier stärker. Werther brachte mich an diesen Ort, als ich jünger war. Hier stellt ihr euch euren Dämonen, sei es Furcht oder Trauer. Wer ist... Nein, nein! Ich habe genug davon. Und was werdet ihr stattdessen tun, hm? Alles im Sumpf hat seinen Preis, Horadrim. Selbst eure Magie. Wenn ihr denkt, eure Logik würde euch helfen, irrt ihr euch. Wo ist euer Abenteuersinn, hä? Habt ihr ihn in eurer Jugend verloren? Geht hinaus und bietet dem Sumpf eine Opfergabe dar. Einen Ring, eine Halskette, etwas, das euch lieb und teuer ist. Währenddessen wird unsere Freundin hier zwei Dinge auftreiben. Madensekret und gelben Lotus. Das ist töricht. Ha!
brauche mehr Zeit. Beeilt euch, der Huradrim ist das Warten leid. Gebt die Gabe des Sumpfes in den Kessel, um einen Tee zu kochen. Ich halte es nur für eine Verschwendung eurer Zeit und meiner. Seht ihr die Feuerschalen? Entzündet jede von ihnen. Dann werden wir den Tee trinken und warten. Worauf? Dass der Sumpf nach eurer Seele ruft und das, was in euch schwert, wie Gift aus einer Wunde herauszieht. Oh nein, sie kommen! Vater, das werde ich. Keine Sorge. Vater. Jochen, mein Sohn, wie ist das möglich? Mein Sohn, bitte komm zu mir zurück. Komm zurück. Ich hätte dich nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte Nein sagen sollen. Ich hätte dich bei mir in Eltheim behalten sollen. Warum hast du mich gehen lassen? Ich weiß nicht. Deine Augen. Du warst bereit. Du musstest gehen. Das musste ich. Wie jetzt auch. Halt! Bitte! Bitte! Vater? Ich bin bereit. Was? Ein Portal? Mephisto? Was will dieser Unhold von mir? Und ausgerechnet jetzt? Hatte ich euch nicht gewarnt, dass die Horadrim euch nur aufhalten würden? Seht sie euch an. So von ihren Gefühlen verzehrt, dass sie vergessen, was wirklich zählt. Lilith ist die wahre Bedrohung, nicht Elias.
weiß, warum ihr solche Angst vor ihr habt. Mein Schicksal ist an das Eure gebunden. Wenn sie mich verschlingt, ist Sanctuario verloren. Aber noch habt ihr eine Chance aufzuhalten. Was, wenn ich euch ein Portal aus diesem Sumpf öffne? Überlasst Elias den Horadern. Dieses muss sich selbst bewältigen. Ihr und ich, wir können Lilith gemeinsam aufhalten. Ich weiß, wer meine wahren Verbündeten sind. Meine Freunde. Bringt mich zu ihnen zurück. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Und dann seht ihr, wer eure wahren Freunde sind. Nun nehmt das Portal zurück zu euren Verbündeten. Wenn Lilith sieht, könnt ihr nur euch selbst Vorwürfe machen. Ich weiß noch nicht. Er ist stundenlang herumspaziert, bis der Tee nachgelassen hat. Eine lange Reise durch den Sumpf lohnt sich mehr als eine kurze. Eure noch länger, wie es scheint. Habt ihr euch euren inneren Dämonen gestellt, wie der Horadrim? Ja, hoffentlich zum letzten Mal. Fangen wir an. Gebt das Quecksilber in den Topf. Und das Feuer. Dreht zweimal am Rad. Nicht mehr und nicht weniger. Vorsichtig. Vorsicht! Trete zurück! Ist es getan? War es doch so einfach? Ihr habt keine Vorstellung von dem wahren Preis. Keine Ahnung, was es erfordert. Welche Überwindungen, um solche Magie zu wirken. Vielleicht nicht. Doch... Genug. Es ist getan. Zögern wir nicht. Ja. Wir haben unsere Aufgabe in der Bastion der Zakarun. Bringen wir es zu Ende.
Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Leider ja. Genau wie Nerell. Donan hat vielleicht endlich einen klaren Kopf, aber der Seelenstein ist unsere einzige Waffe gegen Lilith. Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung, an Inarius oder sonst jemandem. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit diesem Ort stimmt rein gar nichts. Erledigen wir das lieber schnell. In Ordnung, Lorat. Wir werden die 6 Siegel von Dendas der Reihe nach eingravieren. Darauf folgt das 2. und 4. Umgekehrt. Es ist schön, dass ihr euch auch mal einig seid. Konzentriert euch. Fangen wir an. Creation Dantenis Berry Distom Iglumun. Dort. Spürt ihr das? Was ist los, Hexe? Jemand nähert sich. Es ist Elias. Er ist hier. Wir müssen... Lorat, wagt es nicht zu gehen. Ich werde ihn selbst töten. Der Baum verlangt, dass ihr bezahlt. Und ich ebenso. Ich werde euren Baum abfackeln und eure Leiche in die Flammen werfen. Ich bin niemandem außer der Mutter etwas schuldig. Ich bin noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Wie
oft müssen wir das noch tun, bevor ihr es lernt? Ihr werdet mich niemals töten können, seht es ein. Ich war in den tiefsten Kammern des versunkenen Tempels, Elias. Ihr habt vor mir keine Geheimnisse. Ich bin hier! Ich habe ihn in den Tunneln verloren, aber der Sumpf hat ihn jetzt. Horadrim, wir wollten es gerade ohne euch beenden. Er ist noch am Leben. Wo ist er? Am Ende dieser blutigen Spur. Hier entlang. Taisa, ich muss mit ihm reden. Dann tut es, Horadrim. Lorat. Oh, Elias. War es das alles wert? Wirklich? Ich brachte Lilith nach Sanctuario. Niemand hielt dies für möglich. Und wenn die Hölle über diese Welt hinwegfegt, werde ich an ihrer Seite stehen, um sie zurückzudrängen. Ihr habt mich ganz allein jene Grenzen überschreiten lassen, die ihr nicht zu überschreiten wagtet. Ihr seid nichts außer ein verschwendetes Leben. Denkt nicht daran, mir zu vergeben, alter Mann, denn ihr habt uns an diesen Punkt gebracht. War es das wert? Die Frage eines Feiglings. Sie passt zu euch, Lorat. Elias von Aranok. Oh, erspart mir das. Aus freiem Willen habt ihr dem flüsternden Baum einen Eid geschworen. Dies ist nicht das Leben, das ich verdiene. Der Baum vergisst keinen Eid und er vergibt auch keine Schuld. Es ist Zeit, loszulassen. Ich höre Gelächter im Wind. Elias Kopf hängt vom flüsternden Baum.
Und euer Seelenstein ist ausgerichtet. Hier verlasse ich euch. Bitte? Wir treten Lilith gegenüber. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit uns kommen. Ich kenne die Schwere eurer Gründe. Aber Lilith ist weiterhin euer Anliegen. Meins liegt woanders. Dann heißt es also, lebe wohl. Und danke für den Tee. Gebt auf euch Acht, Donan. Sie hat meinen Namen genannt. Lorat wird nicht glauben. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen, seit Elias ihn mit seinen letzten Worten einen Feigling genannt hat. Und um seinen Mut zu beweisen, tat er was? Losziehen, um Lilith allein gegenüberzutreten? Elias hat uns nie gesagt, wo wir sie finden können. Aber sein Kopf hängt am flüsternden Baum. Der Baum weiß also, wohin Lilith unterwegs ist. Lorat könnte fragen, aber er wird den Preis zahlen müssen. Was für einen Preis? Denselben, den Elias gezahlt hat. Die Ewigkeit am Baum. Bruder, nein! Schnell zum Baum! Haltet ihn auf! Lilith ist uns schon viel zu lange zwei Schritte voraus. Der Baum wusste, wo sie ist. Ich habe gefragt. Seine Antwort war den Preis wert. Den Preis wert? Ihr schuldet dem Baum euren Kopf. Wenn ihr sterbt, werdet ihr hier mit den anderen gehängt. Na und? Brauche ich etwa eure Erlaubnis? Es ist geschehen. Vergesst es. Während wir hier im Schlamm stehen, ist Lilith auf dem Weg, Mephistos Macht zu absorbieren. Sie hat ein Tor zur Hölle gefunden und nähert sich mit dem Schlüssel. Wo ist das Tor, Bruder? Unter Caldeum. Es wird doch sicher jemand Widerstand leisten. Nein. Die Narren haben sie willkommen geheißen. Es liegt an uns, sie aufzuhalten und in den Seelenstein zu sperren. Das ist alles, was zählt. Und wenn Lilith bereits durch das Tor gegangen ist? Wir folgen ihr in die Hölle. Ich werde uns mit allen Mitteln dorthin bringen. Wir vier? Allein? Das ist Wahnsinn. Kein Irrsinn, Kind. Pflicht. Wir treffen uns zur Vorbereitung in Tazarak. Betet, dass wir nicht zu spät sind. Eigenartig zu wissen, was nach dem Tod kommt. Immerhin ein verdammtes Rätsel weniger, um das man sich kümmern muss. Lag ich falsch? Ich habe getan, was ich tun musste. Wir suchten Antworten und fanden sie. Lilith plante, die Tore der Hölle zu stürmen. Astaroth, Radma und der Schlüssel, alles hatte zu diesem Punkt geführt. Doch wir wussten nicht, dass Inarius und die Kathedrale einen Feldzug gegen Lilith begonnen hatten, als wir noch im Sumpf umherirrten. Ihre Schlacht würde die Welt verwüsten und der siegreich hervorgeht, würde ihren Überresten keine Gnade zeigen. Wir hofften, Lilith vor Inarius zu erreichen, doch wir konnten nicht vorhersehen, was als nächstes passieren würde.
habe nicht genug Energie. Ich trage zu viel. Es ist getan.